Dann die nächste Frage direkt darüber. Was habt ihr bisher erreicht, beziehungsweise wie hat sich die Natur und die Ökologie entwickelt auf dem Grundstück? Ja, das ist bislang noch schwer zu sagen, weil wir waren seither nicht mehr da. Wir gehen bald wieder, also nächste Woche fliegen wir. Ich weiß von Berichten, dass zum Beispiel da mal ein schweres Unwetter war und viele Erosionsschäden angerichtet hat. Aber auf dem Landstück ist nichts passiert. Wir haben ja auch wirklich im großen Rahmen vorgesorgt. Das hätte mich auch erstaunt. Das andere, was wir bereits wissen, dass es funktioniert, was wir das letzte Mal gesehen haben, ist das Wassermanagement. Also einerseits die Sammelstellen. Wir sammeln das Wasser von der Straße, wir sammeln das Wasser von den versiegelten Flächen und leiten das in Sickergräben, dass sich das Wasser verteilen kann und versickern. Und wir sehen auf Bildern, dass diese Sickergräben bereits sehr grün sind, also das Wasser gelangt an die richtigen Orte. Auch die Pflanzenkläranlage ist zwar noch nicht fertig gebaut, die Filtrierung fehlt noch mit den Pflanzen, aber wir haben eine große Vorklärung gemacht. Die Anlage ist dicht, das Wasser läuft auch bis zum Schluss und das Wasser stinkt am Schluss auch nicht mehr, glücklicherweise. Das sind sicher die großen Ereignisse, die ich bereits feiern kann und die auch weiterhin funktionieren können und was auch wirklich das Wichtigste ist, da das Wasser. Ja, weil sonst ist jede Voraussetzung genommen, dass da etwas wachsen kann überhaupt. Und ja, den Rest, das wird sich dann mit der Zeit zeigen. Habt ihr persönlich auch Probleme in der momentanen Landwirtschaft in Marokko feststellen können? Also, dass ihr sagt, da werden Fehler gemacht oder da ist keine nachhaltige Landwirtschaft, die betrieben wird? Ja, also gerade an so Orten wie in diesem abgelegenen Tal ist zum Beispiel, wie soll ich sagen, die Industrialisierung sehr schwierig oder auch komisch zu beobachten, weil was halt neu ist, wird von den Leuten als richtig und also was modern ist, wird als richtig betrachtet. Und dann sieht man zum Beispiel so komische Kombinationen von diesen Düngungsmitteln, die von Hand da gestreut werden. Und das richtet auch großen Schaden an den Leuten, auch persönlich, die krank werden davon. Es fließt alles schlussendlich auch ins Wasser. Sie kennen noch nicht das Verhältnis oder sie wissen einfach nicht, wie damit umzugehen. Also das ist einerseits etwas, das sicher mehr Kosten verursacht, als es schlussendlich etwas abgibt. Man zerstört viel mehr damit. Andererseits sind auch das Beweiden dieser kahlen Flächen lässt kein Wachsen von irgendwelchen Pflanzen zu. Die sind völlig überweidet, die ganze Region. Und so kann natürlich niemals ein Baum wachsen. So wird das Problem mit der Erosion weiter stattfinden, wenn da kein Management dazu gemacht wird. Es heißt nicht, dass die Tiere komplett verschwinden müssen, aber es muss ein bisschen geregelt sein, wann sie weiden dürfen und wo, zu welcher Zeit. Was natürlich auch für mich einen großen Einfluss hat oder eine Rolle spielt, ist, dass es einfach keine Mülllösung gibt. Müll wird vor Ort verbrannt. Also Plastikfetzen fliegen überall herum.
wenn der Müll verbrennt wird, wird einfach die Schlacke, die bleibt zurück. Auch das geht schlussendlich ins Wasser. Und ja, also natürlich auch das Wasser. Das Wasser ist der Hauptgrund eigentlich schlussendlich. Aber das ist glücklicherweise dort in der Talsohle vorhanden. Aber an diesen Berghängen, da wo wir unser Projekt machen, ist es schwieriger. So ist eigentlich Wasser und das mit den Tieren unser Hauptproblem vor Ort. Wenn wir das in den Griff kriegen, werden sich eine Reihe von anderen Problemen automatisch lösen. Ist Permakultur in dem Zusammenhang eine Lösung? Beziehungsweise was ist an Permakultur so gut und so nachhaltig? Ja, man kann das Permakultur nennen, man kann es Holistic Management nennen. Es braucht einfach Methoden, die eine Langfristigkeit garantieren. Ja, garantieren, genau. Und unser Projekt ist in dem Sinn ja ein Modell. Und wir haben zum Beispiel dieses Stück Land eingezäunt. Das würde ich jetzt nicht als Lösung für das ganze Tal bezeichnen, aber da es ein Modell ist, müssen wir einerseits selber herausfinden, wie das gemanagt wird. Und wenn wir da Erkenntnisse gefunden haben, getroffen, ja, dann kann man das auch ausweiten, ohne Zaun. Aber mit diesem Management natürlich. Und natürlich ist Permakultur eine Lösung für derartige Probleme. Jedoch sind die meisten Permakulturprojekte auch Pionierprojekte. So müssen zuerst auch Lösungen gefunden werden, die funktionieren. Und das zeigt die Zeit. Permakultur ist auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Also es geht ja auch darum, eben auf so vielen verschiedenen Ebenen die Nachhaltigkeit zu garantieren. Mit dem Wassermanagement, mit dem gezielten Aufbau von nährhaftem Boden, mit sehr vielen kleinen Kreisläufen, die so viel stabiler sind, möglichst viele verschiedene Pflanzen. Es gibt so viel, also ja, da, man kann die Prinzipien der Permakultur mal anschauen. Die sind eigentlich alle auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Ja. Was war für euch bisher so die größte Herausforderung, Permakultur zu implementieren und die Prinzipien, über die du gerade gesprochen hast, im Projekt einzuführen? Also für dieses Projekt selber hatten wir kaum Probleme, weil, wie gesagt, die Voraussetzungen, die stimmen einfach. Wir sind in einem geschützten Rahmen, wir sind nicht wirklich Fremdlinge, weil diese Schule ist selber auch schon etwas völlig Neuartiges. So überrascht auch nicht, wenn noch etwas dazu kommt. Wir haben freie Hand. Wir haben das volle Vertrauen gekriegt und konnten wirklich tun und wirken. Und so gesehen hatten wir wirklich keine Probleme damit. Also ja, diese Voraussetzungen, die du angesprochen hast, das ist wie das Wichtigste, warum wir bis jetzt keine Probleme hatten. Es ist an einer Schule, die Schule ist nicht angewiesen auf die Ernten. Wir können etwas ausprobieren und wenn es dann im ersten Mal nicht klappt, haben wir einen zweiten Versuch, ohne dass die Leute verhungern. Es ist an einer Schule, das heißt, die Kinder, die lernen gerade das und können es auch praktisch erfahren und haben die Möglichkeit, später darauf zurückzugreifen. Es,
wird aber halt in diesem geschützten Rahmen dann ausgebildet. Und das mit dem, dass wir nicht fremd sind, ist sehr wichtig, weil dann heißt es nicht, das sind jetzt die Komischen, die jetzt einfach kommen und uns sagen, was wir tun müssen, sondern es ist ein Experiment. Und Ito und Hadou haben sich schon ein enormes Vertrauen der Bevölkerung da aufgebaut. Und von dem her, ja, ist es einfach wirklich ein perfekter Ort. Meine nächste Frage bezieht sich auf die Terrassen, die ihr selbst angelegt habt. Also ich finde, die Terrassen sehen unfassbar schön aus. Also ich habe mich da auch verliebt, die Bilder zu sehen. Habt ihr die Terrassen selber angelegt und sind die mit Maschinen oder ohne Maschinen gebaut? Ja, also die Terrassen, die wurden mit Maschine gebaut, selbstverständlich. Und leider muss ich dich auch enttäuschen, diese Terrassen werden im besten Fall bald nicht mehr sichtbar sein, da bald Bäume wachsen werden, wenn sie ihren Zweck erfüllen. Genau, also der Eingriff von Maschinen, die Erdöl brauchen, die sozusagen nicht nachhaltig sind für solche Fälle trotzdem willkommen, da sie eine längerfristige, einen Wald oder die Erhaltung eines Waldes so garantieren können. Also diese Eingriffe sind sehr wichtig, diese Terrassen, weil in diesem Gebiet, im Atlas, da gibt es zwar wenig Niederschlag, aber es gibt doch zwei Regenzeiten im Jahr. Das heißt, es kann viel Wasser in kurzer Zeit kommen. Und wenn der Boden so trocken ist, kann der kaum etwas aufnehmen. Das heißt, das meiste Wasser wird abfließen. Es wird sich in der Talsohle sammeln. Es wird weggeschwemmt und weiter unten im Tal kann das zu großen Fluten führen und Überschwemmungen und Problemen. Also das haben sie jährlich, diese Probleme. Und wenn wir mit diesen Methoden das Wasser zurückhalten können, dort, wo es herkommt, dann haben wir zwei Fliegen auf einen Klatsch. Einerseits reduziert das die Erosion und andererseits garantiert es uns, dass dort etwas wächst. Das sind einerseits eben Sickergräben, die haben die Aufgabe, das Wasser zu verteilen und zwar möglichst schonend. Und diese Sickergräben, die sind genau auf einer Höhenlinie. Das heißt, dort gibt es kein fließendes Wasser, sondern der Pegel, der steigt an und kann dann an einem bestimmten Ort zur nächsten Terrasse oder zum nächsten Sickergrabe überlaufen und dass sich der wieder füllen kann. Das ist nötig und wichtig, dass das Wasser an dieser Stelle versickern kann, sonst würde es wahrscheinlich eben, es würde abfließen oder es würde verdunsten in sehr kurzer Zeit und so kann das Wasser im Boden gespeichert werden. Wo dann eben anschließend die Pflanzen den langfristigen Nutzen davon tragen, die werden auch Schatten bilden und dieses Wasser vor Ort, ja, wie ein Reservoir eigentlich aufbewahren. Auch für den Brunnen hat das einen großen Effekt, dass da Wasser kommt. Das können sogar, wenn man das im großen Stil macht, Quellen wieder zu fließen beginnen. Und ja, das ist diese Terrassen oder diese Sickergräben, das Wassermanagement, sage ich mal, ist der wichtigste Eingriff, der ganz am Anfang gemacht werden muss, bevor irgendetwas gepflanzt wird. Und erst anschließend können die weiteren Elemente dazugefügt werden. Also das muss von Anfang an eingeplant werden. Kulturell, also der kulturelle Aspekt.
War das auffällig für euch, dass ihr in einem muslimischen Land seid? Und wie offen ist der Islam oder die muslimischen Leute für die Prinzipien der Permakultur, der Nachhaltigkeit? Ja, es war sehr offensichtlich, dass wir in einem islamischen Ort sind. Du hörst 5-mal am Tag den Imam, Muezzin singen. Die Lehrer, die unterrichten, also an der Ecole waren sie immer zu zweit, und dann war es halt auch so, dass sie dann zum Teil ihre 15 Minuten weg sind, schnell gebetet haben und wieder zurückgekommen sind, und dann geht dann irgendwann mal der zweite Lehrer, wenn es dann mal Zeit hat und so. Von dem her war das sicher sehr offensichtlich. Es ist in einem Tal, es ist sehr abgelegen, die Leute sind sehr religiös, alle Frauen sind verschleiert, also einfach mit dem Kopftuch, Haare sieht man nicht, Arme oder Beine auch nicht. aber ich denke, dass der Islam grundsätzlich auch überhaupt kein Problem mit Permakultur hat, weil auch im Islam hat Allah die Welt erschaffen, und auch im Islam ist es wichtig, dass man diese Schaffung ehrt und nicht zerstört. Es gibt auch es gibt auch sehr viele Suren, die auf die Sonne eingehen oder auf den Wind oder auf so grundsätzliche Elemente, die man ehren soll. Und ja, von dem her denke ich, das ist kein Problem mit der Ideologie sozusagen. Es gibt auch einen sehr bekannten Permakultur-Designer, der Muslim ist. Und es gibt auch eine Muslim Aid for Permaculture in Australien, die aktiv ist. Da denke ich nicht, dass das ein Problem ist.